Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es einen Mammut-Team-Check. Zuvor ein kleines Update von mir, das soll ganz kurz werden. Wir konzentrieren uns nämlich heute ausschließlich auf diesen Team-Check. Also, wie läuft es bei mir? Am DE2 werden wir bald Maximalstärke erreichen, das ist natürlich noch ein bisschen hin. Und ab da sollen dann natürlich Videos mit spannenden Spielberichten und etc. zum DE2 kommen. Am Classic Server läuft es ebenfalls super, den Rest machen wir dann bald in einem Video, wo ich dann mal ein Update von jedem Verein bringe. So, noch eine Sache bevor wir loslegen. Ich werde bald einen neuen YouTube-Kanal gründen und dort werden dann auch meine OFM-Videos kommen. Das Ganze wird mit Webcam geschehen sozusagen, also ihr werdet mich dann auch in den Videos sehen. Mehr dazu gibt es aber dann bald und es wird eine Übergangszeit geben, bei dem die Videos auf beiden Kanälen kommen, also ihr werdet es auf jeden Fall nicht verpassen. Ich habe richtig Lust, wir haben hier einen motivierten Manager mit Potenzial, der schon einen richtig guten Job macht. Entsprechend werden wir aber auch eine sehr, sehr harte Analyse durchführen und jedes Detail einfach mal unter die Lupe nehmen. Um wen geht es denn heute? Heute geht es um King JPN. Ein Manager aus Japan, ein Manager, der erst letzte Saison angefangen hat, aber er ist so motiviert und er macht schon einen sehr, sehr guten Job. Und deswegen schauen wir uns heute tatsächlich auch mal einen so jungen Verein an, denn es lohnt sich schon. Ist ja eher selten der Fall, aber heute lohnt es sich wirklich. So, was haben wir hier? Wir machen erstmal die Sachen, die schnell gehen. Ins Stadion wurde noch nicht investiert und das ist auch richtig so. Das komplette Geld muss natürlich zur Verfügung stehen fürs Trading, für den Spielerhandel. Jetzt schauen wir mal auf der Vereinsseite und wir müssen erstmal festhalten, er hat ein aktives Pluspaket, das behalten wir uns mal im Hinterkopf. Jetzt sehen wir, er hat die Spieler bereits für die neue Saison angeboten. Ich schildere euch jetzt mal den idealen Weg, um Spiele anzubieten. Jeder von euch muss das daraus machen, was er daraus machen kann. Erstens, wenn man kein aktives Pluspaket hat, geht das Ganze etwas anders. Ich habe ja auch noch nie ein Pluspaket gekauft am Classic Server. Zweitens, wenn man nicht früh aufsteht, dann klappt das Ganze so oder so nicht. Ich schildere hier aber einfach mal den idealen Weg, wie man es optimal machen könnte. Grundsätzlich kann man die jetzt schon mal auf den Transfermarkt gestellt haben, das ist kein Problem. Aber am 33. Spieltag, für seinen Fall jetzt, weil er das aktive Pluspaket hat, wenn ihr das nicht habt, das gilt denke ich mal für die meisten von euch, rechnet das einfach um. Wäre dann vermutlich der 31. Spieltag, wenn ihr sie am 0. Spieltag anbieten möchtet. Aber wir analysieren heute seinen Verein, also am 33. Spieltag musst du die Preise noch einmal anpassen. Dann steht nämlich die gesamte Konkurrenz schon auf dem Transfermarkt, deswegen bin ich auch kein Fan davon, Spieler zu früh anzubieten. In deinem Fall hat es jetzt schon mal sehr, sehr gut geklappt. Ein Manager bietet schon auf zwei Spieler, deswegen werde ich das jetzt auch nicht abraten oder so, es hat ja sehr gut geklappt. Aber am 33. Spieltag solltest du die Preise noch einmal anpassen. Nämlich der Konkurrenz, die bereits auf dem Transfermarkt steht. Du bist quasi der Letzte oder hoffentlich der Letzte, der die Spieler auf den Transfermarkt setzt und kannst somit die Preise perfekt der Konkurrenz anpassen. Wenn keine Konkurrenz da ist, gehst du preislich halt noch ein bisschen hoch. Wenn viel Konkurrenz da ist, gehst du preislich möglicherweise ein bisschen runter. Wenn zu viel Konkurrenz da ist und du eh keine Chance siehst, diesen Spieler zu verkaufen, bleibst du einfach bei deinem Preis, den du aktuell hast oder einfach bei einem sehr hohen Preis und wartest auf einen besseren Verkaufszeitpunkt, stellst ihn aber natürlich trotzdem einfach mal auf den Transfermarkt. Kann ja klappen. Da man im OFM aktuell aber nicht alle Spieler anbieten darf, ist es für mich immer auch eine gute Methode herauszufinden, welche Spieler erstmal nicht angeboten werden. Also wenn zu viel Konkurrenz da ist, dann biete ich die halt erstmal nicht an. Probleme bei diesem Verfahren. Man muss diese gleich starken Spieler überhaupt erstmal finden. Wir reden ja hier jetzt immer noch von dem Saisonumbruch. Man muss die Konkurrenz zum Beispiel erstmal suchen. Du hast zum Beispiel einen 18-6er Libero, der hat eigentlich schon Stärke 7.
Jetzt suchst du am Transfermarkt nach allen 18 Sechsern und 18 Siebener Liberos, die auf dem Transfermarkt stehen am 33. Spieltag und für den 0. Spieltag angeboten werden. Das ist die Tageskonkurrenz. Jetzt suchst du dir die ähnlich starken Spieler, was die EP und TP Werte angeht, raus und das ist die Tageskonkurrenz. Also, so ungefähr passt du die Preise der Konkurrenz an. Du schaust nach Spielern mit ähnlich starken EP und TP Werten auf dem Transfermarkt, die natürlich das gleiche Alter haben und passt deinen Preis natürlich den Preisen der Konkurrenz an. Wichtig hierbei ist noch, man muss natürlich erstmal weniger verlangen als die Konkurrenz, damit die Spieler verkauft werden. Wenn das Ganze nicht möglich ist, dann hat man vielleicht einen ungünstigen Spieltag erwischt und dann bietet man einfach am nächsten Spieltag an. Bei ihm ist jetzt der Sonderfall, er hat ein Pluspaket, er kann jeden Spieltag anbieten und er muss einfach entscheiden, lohnt es sich heute für einen niedrigen Preis anzubieten, damit der Spieler wechselt? Oder biete ich heute einfach für einen teuren Preis an, der Spieler wird wahrscheinlich nicht wechseln, weil morgen könnte der Spieler sogar für diesen Preis wechseln, für diesen teuren Preis, weil dort keine Konkurrenz auf dem Transfermarkt ist. Das ist im Prinzip das komplette Verfahren, Leute, aber vergesst niemals euren Mindestpreis. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr nicht zu billig anbietet, nur weil zu viel Konkurrenz da ist. Dann wartet erstmal ab. Vielleicht könnt ihr ja noch irgendwas aus dem Spieler machen. Wenn es überhaupt nicht klappen sollte, dann muss man natürlich irgendwann reagieren. Aber erstmal vergesst niemals euren Mindestpreis. So, wie würde das Ganze jetzt bei ihm weitergehen? Er würde am 0. Spieltag um 6.50 Uhr zum Beispiel alle Spieler vom Transfermarkt nehmen und für den 1. Spieltag anbieten. Das Ganze wieder am 1. Spieltag machen, um 6.45 Uhr oder 50 die Spieler vom Transfermarkt nehmen und für den nächsten Spieltag anbieten. Dann stehen die Spieler nämlich jeden Tag in Woche 7 auf dem Transfermarkt. Dabei würde er schon vorher, also vor 6.50 Uhr beispielsweise, die optimalen Preise raussuchen für den Spieltag und die Spieler für diesen Preis anbieten für den nächsten Spieltag. Also jeden Tag Preise raussuchen und um 6.50 Uhr beispielsweise alle Spieler runternehmen und für den nächsten Spieltag anbieten. Das wäre der Optimalfall. Jeder muss einfach für sich entscheiden, was er für einen Kompromiss daraus findet. So Leute, jetzt schauen wir aber mal konkret in den OFM rein und sagen konkret etwas zu den Spielern, die er im Kader hat. Das ist mir ganz, ganz wichtig, das war ihm auch wichtig, dass ich da einfach mal etwas zu sage. Erstmal zu deinen Preisen. Grundsätzlich finde ich die Preise sehr, sehr gut. Du gehst die Sache erstmal sehr, sehr teuer an und gehst dann wahrscheinlich langsam mit den Preisen nach unten. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dass schon ein Manager auf zwei deiner Spieler bietet, ist, finde ich, ziemlich glücklich, würde ich jetzt mal sagen. Grundsätzlich ist der Nachteil an diesem sehr, sehr frühen Anbieten, dass die Konkurrenz einfach nochmal auf deine Preise reagieren kann. Das bedeutet, du hast die Spieler jetzt so früh angeboten und die Konkurrenz sagt sich, oh, da stehen ja schon zwei Leute für 1 Million Euro am ersten Spieltag drin und dann mache ich meinen einfach mal 200.000 Euro billiger. Der ist ähnlich gut. Also das ist auf jeden Fall der Nachteil an diesem frühen Anbieten. Jetzt sag ich erstmal was zu deinen Liberos. Erstmal, es sind so viele Liberos auf derselben Position. Das kann gar nicht gut gehen. Du kannst gar nicht alle für 1 Million Euro loswerden. So viel Nachfrage ist jetzt nicht gerade bei diesen Liberos. Also hättest du es eher bei 3 belassen sollen und noch andere Spieler einkaufen sollen. Du hast ja noch 200.000 Euro auf dem Konto, du hast ja noch einen Kreditrahmen. Da hätte man auf jeden Fall noch etwas machen können. Grundsätzlich aber auf jeden Fall eine gute Nische, die du gefunden hast. Wir nehmen jetzt einfach mal an, du hättest nur 3 Stück gekauft, dann hätte mir das sehr, sehr gut gefallen, so gefällt es mir nur okay. Denn du hast eine gute Nische entdeckt, man kann auf jeden Fall mit diesen Spielern traden. Ihr wisst es, ich rate grundsätzlich immer von Liberos ab, aber er hat eine Nische gefunden. Liegt natürlich auch grundsätzlich daran, dass viele Leute das einfach ablehnen, genauso wie ich. Aber er hat hier eine Nische gefunden und tradet sehr, sehr geschickt mit diesen Liberos. Das Ganze hat letzte Saison schon sehr, sehr gut geklappt. Dort hat er 2 19 6er Liberos am 0. Spieltag. Diese Spieler hätten natürlich auch am 0. Spieltag Stärke 6 und wären 19 für 1 Million Euro verkauft. Und das Ganze versucht er jetzt mit diesen Liberos wieder. Kann auf jeden Fall klappen. Ich habe mal nachgeschaut, auf dem Transfermarkt ist wenig Konkurrenz da. Die meiste Konkurrenz ist viel, viel teurer als du. Ich habe nur einen konkurrenzfähigen Spieler gesehen. Der hat bereits 1400 EP. Der Erfahrungswert ist ja der deutlich wichtigere Wert. Der Trainingswert ist nicht ganz so wichtig. Und er wird aktuell für 1 Euro angeboten. Hat aktuell noch Stärke 5, wird aber wahrscheinlich bis zum 0. Spieltag Stärke 6 schaffen. Also 1
sage ich jetzt mal, Konkurrenzspieler wäre auf jeden Fall aktuell schon da und da wird wahrscheinlich noch einiges dazukommen. Also ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück hier beim Verkaufen. Ich finde gut, dass du das Ganze erstmal sehr, sehr teuer angehst. Dass du alle Spiele am 0. Spieltag anbietest, finde ich jetzt eigentlich nicht gerade optimal. Du hast erstens hast du eh viel zu viele. Zweitens wird dann wahrscheinlich auf keinen Spieler doppelt geboten. Das ist ja sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber bei so vielen Spielern wüsste ich auch nicht, wie ich es wirklich besser machen könnte. Vielleicht 3 am 0., 3 am 1. anbieten. Aber du kannst ja eh alle Spieler an allen Spieltagen anbieten, weil du ja das Pluspaket hast. Ja, also wirklich eine schwierige Situation mit 6 Liberos. Du hast es letzte Saison ja auch schon ein bisschen gemerkt. Er hat nämlich dann 2 weitere Liberos für nur 200.000 Euro verkauft. War einfach zu viel, denke ich mal. So. Ansonsten, er macht noch 2 Turniere. Das heißt, er wird auf jeden Fall mit allen Spielern auch noch 1.400 Erfahrungspunkte erreichen. Also bleiben wir erstmal dabei. Aktuell wäre nur ein konkurrenzfähiger Spieler auf dem Transfermarkt. Und der hat aktuell nur 1.400 Trainingspunkte. Das heißt, seine Spieler hier, die Spieler von Kings, wären auf jeden Fall besser als dieser aktuell eine Konkurrenzspieler. Deswegen würde ich grundsätzlich mit deinen Preisen aktuell so bleiben. Das war auch eine Frage, die er hatte. Wie soll er mit den Preisen umgehen? Ich würde erstmal bei diesem, in Anführungsstrichen, hohen Ross bleiben. Genauso würde ich es auch spielen. Hoch das Ganze erstmal ansetzen und dann runtergehen und auf die verschiedenen Gegebenheiten auf dem Transfermarkt eingehen. Also erstmal top, wie du das machst. Was negativ ist, habe ich ja schon gesagt. Was mir aber ebenfalls aufgefallen ist, er hat alle Spieler wirklich für exakt 1 Million Euro angeboten. Das finde ich nicht so geil, weil einige Spieler haben hier 1.800 Trainingspunkte, andere haben 2.000 und andere haben sogar 2.200. Mal schauen, ob ich jetzt den finde. Hier einer mit 1.800, einer mit 2.000. Einer hat sogar 2.200. Das sind 400 Trainingspunkte Unterschied und offensichtlich gewichtig dieser Manager hier, unser, den wir analysieren, das Ganze mit 0 Euro. Also die Spieler haben schon eine etwas unterschiedliche Qualität, auch wenn sie sich sehr, sehr ähnlich sind. Und da würde ich zumindest mal mit 50 bis 100.000 Euro Differenz drauf reagieren. Die schwächeren Spieler hier mit 1.800 Trainingspunkte vielleicht für 950.000 anbieten. Den besten Spieler mit 2.200 Trainingspunkten vielleicht für 1.050.000 anbieten. Also einfach, dass du das so ein bisschen gewichtest, dass die Spieler schon eine unterschiedliche Qualität haben. Das würde ich auf jeden Fall gewichten, weil 400 Trainingspunkte sind auf jeden Fall ein paar Euro wert. So, jetzt haben wir hier die zweite kritische Position. Auch wieder mal viel zu viel auf derselben Position an ähnlichen Spielern. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also das ist nicht so gelungen. Letzte Saison hat er einen Vorstopper 19 Jahre Stärke 6 für 2 Millionen Euro verkauft. Entsprechend versucht er diese Saison auch wieder die 18-6er Vorstopper für 2 Millionen Euro zu verkaufen. Finde ich jetzt hier in dem Fall etwas zu teuer, um nicht zu sagen viel zu teuer. Also da würde ich auf jeden Fall nochmal überlegen, ob das Ganze nicht doch etwas günstiger vonstatten gehen sollte. Vielleicht für 1,2 oder 1,3 Millionen Euro würde ich hier anbieten. Das wäre einfach meine Empfehlung. Es hat zwar letzte Saison geklappt, aber ich finde es schon etwas teuer. Dann habe ich ja schon gesagt, es sind wieder zu viele Spieler. Ansonsten aber wieder mal Spieler von einer guten Qualität mit 1.300, knapp 1.400 Erfahrungspunkten. Es kommen noch 2 Turniere, die Spieler werden noch ein paar Spiele machen. Also werden knapp 1.500 Erfahrungspunkte erreichen. Die haben eine richtig gute Qualität. Also es gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass er hier mit diesen Nischen tradet. Das ist auf jeden Fall interessant. Das ist eine gute Idee. Das macht natürlich kaum jemand, sonst würde es nicht Nische heißen. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir sehen hier, der teuerste Transfer am 0. Spieltag war natürlich sein Spieler, weil er auch eine gute Qualität liefert für 2 Millionen Euro. Die meisten waren dann aber doch deutlich günstiger hier mit unter 1 Million Euro. Wir haben hier noch einen zweiten Spieler, der für 2 Millionen Euro gewechselt ist. Der wird eine, schauen wir mal ganz kurz nach, der kam als 19-6er. Der wird eine ähnliche Qualität haben wie sein Spieler. Also, ja, vielleicht sollte er es auch erstmal so lassen. Er hat es sehr, sehr geschickt gemacht in den letzten Saisons. Aber hier sehen wir auch schon dann gleich für 900.000 Euro einen. Na, ich bin gespannt, ob er darauf reagieren wird und diese Vorstopper etwas günstiger machen wird. Oder ob er sich sagt, erstmal bleibe ich bei diesen 2 Millionen Euro. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt.
Dass er dann jetzt hier diesen Vorstopper einfach mal für 800.000 Euro anbietet, finde ich absoluten Blödsinn. Der hat erstens eine ähnliche Qualität zu seinen Spielern. Zweitens hat er das wahrscheinlich nur für 800.000 Euro und nicht für teurer gemacht, weil er ihn nicht teurer anbieten kann, denke ich jetzt einfach mal. Also hat er sich gesagt, ja, ich kann ihn nur für 800.000 Euro anbieten, also biete ich ihn einfach mal für 800.000 Euro an. Lass das. Dieser Spieler steht nur deinen Vorstoppern im Weg hier, diesen etwas besseren für 2 Millionen Euro. Tu ihn wieder runternehmen. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass du hier quasi selber Konkurrenz bist. Wir schauen uns auch mal den Transfermarkt für Vorstopper an. Bei Liberos habe ich ja gerade eben etwas gesagt. Dort gab es eigentlich keine wirkliche Konkurrenz, außer einen Spieler, der aktuell noch Stärke 5 hat. Deswegen müssen wir die 18-5er natürlich auch reinnehmen und schauen jetzt hier mal nach, was dort so für Konkurrenz wäre. Wir müssen natürlich hier nach den Erfahrungspunkten sortieren, das sind die wichtigsten Daten, und wir müssen natürlich auch diesen Spieltag hier auswählen, weil das der Verkaufsspieltag ist. Ich musste einmal ganz kurz unterbrechen, damit ich nochmal auf die Zeit schauen kann. Wir gehen jetzt noch auf diese Vorstopper ein, schauen uns das ganz kurz nochmal seinen Kader an und sagen nochmal etwas zu den anderen Spielern. Und dann sind wir für heute fertig. Im nächsten Video werde ich dann mal ein paar Dinge dazu sagen, was er zukünftig noch traden könnte, um noch viel mehr Geld zu generieren, weil er jetzt ja immer mehr in eine Position kommt, in der er auch Kapital zur Verfügung hat, also auch viel schneller wachsen kann. Jetzt aber noch ganz kurz zu diesen Vorstoppern. Diesen einen Vorstopper, den müsste ich eigentlich auch gerade eben bei meiner Aufzählung und Durchzählung abziehen, denn der ist halt nun mal extrem viel besser als alle anderen. Entsprechend steht er hier auch für 7 Millionen Euro auf dem Transfermarkt. Aber hier hat schon ein Manager drauf geboten und einen ähnlich starken Spieler ebenfalls für 7 Millionen Euro angeboten. Und das ist hier so eine Sache, der hat nur in Anführungsstrichen 90 EP weniger, dafür aber ungefähr 500 TP mehr. Und ich würde sagen, hier überlegt sich dann schon der ein oder andere oder sogar die Mehrheit, dass sie eben Brandon Noel kaufen würden. Deswegen würde ich hier bei diesem Vorstopper auf jeden Fall preislich eher dann doch die 5 Millionen Euro anvisieren und nicht die 7 Millionen Euro, um diesen Spieler einfach schmackhafter zu machen für die Kunden, für die Käufer. So, jetzt haben wir hier diese Leute für 2 Millionen Euro, wie gesagt. Ich persönlich würde sie günstiger anbieten, aber ich kann seinen aktuellen Preis schon ein bisschen verstehen. Der ist also auf jeden Fall nicht ungerechtfertigt und ich bin gespannt, wie er das Ganze dann handhaben wird. Hier haben wir diesen komplett unnötig und schlecht platzierten Vorstopper, den ich auf jeden Fall runternehmen würde, weil er einfach mal die beste Konkurrenz zu seinen eigenen Spielern ist. Wenn man jetzt hier mal sich das Ganze anschaut, der ist jetzt nicht so viel schlechter und kostet einfach mal viel weniger als die Hälfte. Dann haben wir hier noch einen weiteren 18-5er, der nicht so schlecht ist, also der kann durchaus ja als Konkurrenz betrachtet werden. Dafür ist er aber einfach nicht günstig genug. Der ist nur in Anführungsstrichen ein Viertel günstiger, hinkt aber dann schon ein wenig hinterher, und deswegen würde ich sagen, aktuell liegt er mit den 2 Millionen Euro sehr, sehr gut. Aber er muss jetzt einfach hoffen, dadurch, dass er so früh angeboten hat, dass da nicht zu viele Leute drauf reagieren und er am Ende dann einfach mal 10 weitere Konkurrenzspieler hat, die ähnlich gut sind zu seinem, die dann für 1 Million Euro angeboten werden oder so ähnlich. Also das gefällt mir gut, wie es aktuell ist. Die aktuelle Situation sieht gut aus. Er hat so früh angeboten, meiner Meinung nach, aber es hat sich ja auch schon ausgezahlt. So, gehen wir noch ganz kurz auf die weiteren Spiele ein, dann geht es beim nächsten Mal weiter. Ich werde jetzt nicht auf alle Spiele eingehen, wir sind schon über der Zeit, nur zu ein paar Spielern etwas sagen. Wir haben hier zwei 19-6er zentrale Mittelfeldspieler mit bereits 1900 Erfahrungspunkte. Grundsätzlich sind das gute Spieler, weil sie ein gutes EP-TP-Verhältnis haben, aber die beiden Spieler wurden für 1,2 Millionen Euro gekauft. Was hat dich dazu veranlasst, so viel Geld für die Spieler am zweiten Spieltag der aktuellen Saison auszugeben? Also, wir reden hier von diesem Brasilianer Clayton Alves und Aleksej Mochalin, den Russen. Die hat er beide halt für 1,2 Millionen Euro gekauft. Das ist viel zu viel. Auch am zweiten Spieltag, da hätte er ein bisschen warten sollen und sich adäquate, ähnliche Spieler einfach mal für 700.000 oder 800.000 Euro holen können. Viel zu teuer sind die meiner Meinung nach gekommen.
Dann haben wir hier zwei zentrale Mittelfeldspieler, die kamen, soweit ich weiß, als 18 Dreier damals. Ja, da muss er sich jetzt überlegen, ob er die mal irgendwann für 1 Euro draufklatscht, ob er wartet, bis die 20 Sechser sind, noch ein paar Euro dafür bekommt. Das wird auch nichts mehr werden. Das sind so ein bisschen die Überbleibsel aus der letzten Saison. Haben entsprechend auch ein katastrophales EP-TP-Verhältnis. Ganz typisch dafür, wenn solche Spieler in einem Verein bleiben. Ist mir natürlich auch schon tausende Male passiert. Insgesamt hattest du aber auf jeden Fall eine gute Quote von verkauften Spielern und Spielern, die halt noch im Verein rumdümpeln. Das war ganz okay. Genauso sollte dieser ERS jetzt mittlerweile einfach mal für 1 Euro draufgestellt werden. Damit kannst du kein Geld mehr verdienen. Schau dir dieses Verhältnis an. 800 Erfahrungspunkte zu 2500 Trainingspunkte. Der muss weg für 1 Euro, sofort weg. Auch dieser Mittelstürmer hat ein schlechtes Verhältnis von EP und TP. Weg mit den Spielern. Du solltest Spieler nicht zu lange in deinem Verein rumdümpeln lassen. Ähnliches gilt für diesen defensiven Mittelfeldspieler, der kam als 17 Dreier, hat entsprechend mittlerweile ein katastrophales EP-TP-Verhältnis, muss einfach weg, stell sie für 1 Euro drauf. Das sind halt Spieler gewesen, mit denen du nicht gut getradet hast, die nicht funktioniert haben. Also verscherbel die einfach, lass sie nicht zu lange in deinem Verein rumdümpeln. Ganz, ganz wichtig. Also, das muss euch jeder von euch merken, nicht jeder Transfer kann funktionieren. Daher ist es äußerst wichtig, sich früh genug dazu zu entscheiden, die Spieler zu verkaufen, dann, wenn die Verhältnisse noch nicht ganz so beschissen sind. Also nochmal, die beiden zentralen Mittelfeldspieler sind gut, daraus kann man was machen, sie wurden einfach nur zu teuer gekauft, lag wahrscheinlich am Einkaufszeitpunkt war nicht ganz optimal gewählt. Hier sehen wir auch nochmal die weiteren Spieler. Jetzt zum Teil haben wir vielleicht ein paar davon noch nicht gesehen. Zum Beispiel dieser rechte Manndecker, der muss auch für 1 Euro auf den Transfermarkt geklatscht werden. Da kann auch nichts mehr raus werden. Dieser Rechtsverteidiger, der hat noch ein einigermaßen gutes EP-TP-Verhältnis. Daraus kann man durchaus noch was machen, den vielleicht mit Stärke 8 verkaufen. Dann haben wir hier wieder einen Spieler mit einem katastrophalen EP-TP-Verhältnis. Der muss auf jeden Fall weg auf lange Sicht. Und ansonsten gefiel uns das ja alles sehr, sehr gut. Auch der Torwart hat ein richtig, richtig gutes, also sogar nochmal deutlich, deutlich besser als hier der Rechtsverteidiger, EP-TP-Verhältnis. Daraus kann man auf jeden Fall auch noch was machen. Und dieser Libero, der wird ja eh den Verein verlassen. Dazu muss ich nichts mehr sagen. Zu den meisten Spielern haben wir jetzt etwas gesagt. Einige Spieler müssen auf jeden Fall für 1 Euro einfach weg. Andere Spieler kann man vielleicht noch eine Notlösung für finden. Aber die aktuellen Spieler der aktuellen Saison, die gefallen uns ganz gut. Er hat auf jeden Fall zu viele Spieler auf der Libero-Position und auf der Vorstopper-Position gekauft. Aber diese Nische insgesamt gefällt uns sehr, sehr gut. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Lasst keinen Daumen nach oben da, wenn ihr mich nicht supporten wollt. Und haut rein.